Dem stehen die Haare zu Berge. Weißt du, wenn du mit damit beschäftigt bist, ständig vor Mördern wegzulaufen, dann kannst du ja nicht... Was ist denn jetzt los? Ja, nicht deine Haare kämmen. Achso, wir sind ja nur zu zweit. Das wird spannend. Mal gucken, Scheiße. Wie Generatoren hier machen. Also ich Generatoren. Einfach haben wir gesagt, Ventilatoren, Kompensatoren. Was hatte ich gesagt? Was hatte ich gesagt? Kompressoren. Was sind denn Kompensatoren? Kompensatoren. Es ist irgendwas auf dem Raumschiff. Wir wissen noch nicht, was es ist noch nicht erfunden. Irgendwas zum Raumschiff. Automatisch kompensieren, ja? So. Von irgendwas. Hm. Ach ja. Sind wir schon drauf? Nein. Ich bin bei 5. Sag Bescheid. Warum? Musst du denn deine Fernsehstimme anmachen? Hallo und herzlich willkommen. Ich mache einfach eine kleine Einleitung, dann weißt du Bescheid. Hat der Dead by Daylight Fuzzi hier, der Mörder, bei dir einen Fuchsschwanz bekommen? Ja. Muss ja erkennen, dass es mein Kanal ist, was soll das? Natürlich. Ich habe damals auch bei Dead Space, habe ich, da gibt es doch das Bild, wo er so schwerelos durch die Gegend fliegt. Da habe ich da habe ich ihm Katzenohren und einen Schwanz gemalt. Oh Gott, wie schön. So billig mit Paint, weißt du? So. Das ist aber kein Paint hier. Nee, das ist professionell Photoshop. Ah. Da hört man den Mörder schon lachen. Herzlich willkommen zu einem Let's Play Together mit Janine und Daniel. Miau. Ja, guten Tag. Janine und ich sind hier die Opfer. Wir müssen. Komm mal her. Hallo, nee. Ich will. Das ist hier der Koreaner. Ja, ich stehe auf Koreaner, aber ich möchte mit dir jetzt keine Schweinereien machen. Schon. Nein. Ich verfolge dich. Ja, ich glaube, jemand anders verfolgt uns auch. Ich deswegen. Verfolge euch auch. Ja, gut, dann. I'm your stalker. Sind wir jetzt hier zwei Mörder oder was? Und ich bin die Einzige, die weglaufen muss, oder? Ja. Scheiße. Was auch die aber ich bin einfach mal ein bisschen sozial eingestellt, da ihr nur zu zweit seid und werdet euch einfach nicht sofort. Ja, umlegen. Vor allem sind wir einfach mal voll die Kacknoobs. Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Ahnung von dem, was ich hier tue. Ja, geil. Wie war das ja, bei South Park? Schön. Ich bin kein Kackboon. Hä? Also ich. Weiß überhaupt. Scheiße! Du hast Quicktime-Events. Ich habe gar nichts gemacht. Ich weiß gar nicht, was das Tipp? War. Doch, am Kompressor. Am Kompensator. Am Generator hast du Quicktime-Events. Wenn du am Generator bist und am Reparieren bist, hörst du zwischendurch. Kommt eine Melodie, so ein ekelhafter Ton. Nein, ich bin hier gar nicht drin. Was willst du denn? Der kommt immer genau, wo man ist. Ich war doch gar nicht, also unmöglich. Warte, ich. Wiggle. Kann irgendwer mal so ein Lied anmachen? Du hast die nicht ernsthaft schon an den Haken. Aber selbst ja, Mann. Du kannst sie doch abhängen. Ich lauf auch weg. Hilf mir. Du kannst sie jetzt abhängen und dann musst du musst du sie heilen. Das ist auch ein Quicktime-Event. Also wie gesagt, bei diesem Quicktime-Event, guten Tag. Ja, ich weiß. Ja, Caro, scheiße, ich muss jetzt das mal abhauen. Nein, ey, Mann, wir brauchen mehr Leute, das ist doch scheiße so. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich bin doch nicht bescheuert. Halt die Fresse. Jetzt hängen sie doch ab, ich stehe hier doch nur. Na gut. Häng mich ab, ich sterb sonst. Mann, ja. Ich hänge eigentlich noch fest. Ich habe auch extra keine Falle gelegt. Eigentlich hänge ich noch nicht mal am Haken. So, jetzt musst du sie noch regenerieren da. Hier, befummel mich mal. Wuhu. Oh, warte, ich will zugucken. Schweinereien im Busch. Ah! Du machst nichts. Das ist voll der Lügner. Beim Abhängen. So, jetzt könnt ihr euch regenerieren. Dann gibt er uns hier weg. Tipps, damit wir uns regenerieren, um uns dann zu hauen. Echt? Oh ja, das ist der Psychokiller. Ja, ich merk das schon. Muss so sein. Fiese Psychospielchen hier. Muss ich selber heilen, ich bin jetzt finden. Auch verletzt. Niemand wird euch finden. Das Problem ist, ich playe jetzt schon wieder so rum die ganze Zeit. Heilt euch doch gegenseitig. Hörst du das eigentlich, wenn wir rumplären? Na, selbstverständlich. Jetzt zieht eine Blutspur und wenn ihr lauft, das ist der Grund, warum ich weiß, wo ihr seid. Wenn ich euch gesehen habe und ihr von mir weglauft und ihr seid aus meinem Blickfeld verschwunden, dann bleibt so eine, was ist das? Es sieht aus wie so Risse am Boden, rote Risse. Da, wo ihr langgelaufen seid. Und dann muss ich der Spur eigentlich nur folgen. Und wenn die dann aufhört vor einem Schrank, oder ich gehe an einem Schrank vorbei und höre euch da drin einfach mal atmen, dann weiß ich so, hier ist eine Spur. Hier ist eine Spur, hier war jemand.
Dass du sowas siehst, als ich den Mörder gespielt habe, habe ich gar nichts gesehen. Ah, die Leute sind immer weg. Mädchen, lauf! Was tue ich denn gerade? Wenn du zum Beispiel zwischen engen Gängen durchläufst, wo so eine Palette steht. Ja, ich weiß, ich musste erst mal einen finden. So, hier, nimm die Palette, du Arsch. Ja, dann mach ich sie kaputt. Das dauert aber viel zu lange. Nee, trotzdem, wo du lang gelaufen bist. Ja, und kriegst noch eine Palette. So, ja, lauf ich aus. Ich hab ganz viele Paletten. Du bist gerade ins Haus gelaufen, das ist gut. Oh Mann, oh! Ich fühle mich gestalkt. Nein. Ich fühle mich hart gestalkt. Hallo? Ist das nicht verboten in Deutschland? Nein. Ja, ist ja hier virtuelles Stalking. Oh, ja, lauf. Ja, lauf, komm. Ich möchte das nicht. Hallo? Ich habe keine Ahnung, was... Ja. Dieses blöde rote Licht, ne? Bin direkt kannst du mal deine Funzel ausschalten, ey? Gib weg! Hallo! Auf zum Drängeln! Weil ich würde ja in der Zeit, wo ihr da rumspielt, wir mal was machen. Ich hab gar nicht gesehen, wo ich langlaufe. Bring mal durch ein Fenster, komm schon. Ich sehe doch gar. Hier ist doch gar kein Fenster. Bring doch mal durch ein Fenster. Ja, dann ziehst du mich zurück. Ah, scheiße, ich fahr zu langsam. Kannst du es normal machen? Kannst du normal machen, bitte? Warte, oh! Nein! Aua! Kannst du da. Bist du. Was bist du denn für ein Arsch? Ja, geil! Der hat eine Bärenfalle auf mich draufgelegt! Nein, hatte ich gar nicht! Ist mir in die Hand gelaufen! Jetzt kann ich mich. Ich gestürzt! Willst du dir nicht helfen? Nein, hilf mir nicht! Hilf mir nicht! Weißt du, dass du in diesem Modus, wenn du auf dem Boden rumkriechst, am Verbluten bist, auch kriechen kannst? Ja, ich weiß. Macht eh keinen Sinn. Ja. Oh, komm, geh weg, ey! Ich lieg doch schon am Boden! Liegst du jetzt hier noch eine? Janine, bleib da! Stellst du da gerade Fallen? Ja, natürlich! Nein. Bleib da! Alter, wie hol nein. sie doch! Willst du brauchst mich nicht holen, alles gut. Mir geht's super. Kein Problem, ich chill hier sie so ein sie bisschen. Sie simuliert, sie ist Italiener ja. und ich einfach nur so da. Kann der mal aufhören, hier rumzuschreien? Ey, wirklich. Hier ist ein Mörder, der... Ach ja, da bist du schon wieder. Ja, hol sie dir doch. Caro. Ach nein, ich will doch nicht die Kacke... Warte, ich mache... Ah! Hol sie aus der Falle raus. Hol sie aus der Falle raus. Sehr gut. Und gleich in die nächste rein, oder was? Nein, gar nicht. Oh, wie gut das gewesen wäre. Ich bin ja ungeschickt, aber so ungeschickt noch. Wir müssen vielleicht mal in verschiedene Richtungen rennen. Ja, wenn du da rennst, wo ich lang renne, ist dann... Jetzt muss ich mal die Geschmacksrichtung ändern hier. Wo ist denn der Asiat hier? Ja? Ja, genau. Hier, du kannst auch mal ein bisschen mit dem Asiaten rummachen. Ich hab genug. Du hast genug? Ja. Reicht für heute so reicht das. Ich stehe nicht so auf Zärtlichkeiten. Ja, das ist die harte Gangart eigentlich. Ich mag allgemein keinen Körperkontakt. Mit niemandem. Oh, ich bin einfach zu ich doof. Ich hasse Menschen. Genau. Außer süß-sauer. Das war nicht nett. Außer süß-sauer. Also, wirklich. Warum nicht? Hannibal. Hast du denn den Asiaten schon gefunden? Guten Tag! Ach, scheiße. Das geht nicht! Natürlich. Mann, ich wollte dich ja hart verarschen gerade! Ich wollte dich ja hart verarschen! Aber Kauer ist hinter der Mauer, machst du... Ich dachte so... Kuckuck, hier bin ich! Och Mann, oh, du bist doch immer schneller, was ist das für eine Schanze? Ah! Oh, wie lecker, fufu. Guck dir das an, jetzt hat er ihn geschultert hier. Wenn ich dich jetzt an Haken hängen würde, dann wäre das Spiel zu Ende. Also für dich. Also für ich bin dich. Ich hing noch gar nicht. Okay, wenn du es sagst. Nee, aber... Nee, hast recht. Das ist ja verrückt. Das ist ja absolut Taro, der liegt kontraproduktiv, mache ich gar nicht. Kontraproduktiv? Genau, bitte. Du musst ihn holen. Ja, Er kämpft hier rum. Kämpft gar nicht. Ich sehe den doch. Hi. Verschwinde. Tu ich ja, tu ich ja.
Verschwinde schneller und weiter Oh, weg, bitte. war es noch weiter? Ja. Du hörst gleich klacken, glaube ich. Das möchte ich nicht mehr sehen. Ich habe nicht auf den Boden geguckt. Wieso hilfst du ihr denn nicht raus? Ja, ja, weiß ich auch nicht. Ich habe ja so irgendwie Probleme am Fuß. Wie ist das los? Ach, Silly! Eva! Ja, komm, finde ich geil. Guck mal, das ist total der Screenshot hier. Die bindet sich den Schuh zu. Ja. Die bindet sich den Schuh zu, weißt du, und du hängst einfach mal ab, chillst da oben. Ja, na nun, also ne, es gibt wichtigere Sachen, als Leute vor dem Tod zu bewahren. Kommst du jetzt aus der Falle raus, oder? Nein, komm ich nicht. Oh Gott. Hol sie da runter jetzt. Das hat nicht funktioniert. Was? Weil die scheiß Fallen im Weg waren. Die wollte immer die Falle. Jetzt hau ich ab. Ich kann ja gar nicht. So, wo bist du denn jetzt hingelaufen? Ach, Weiße, komm. Komm her. Komm her, Mäuschen. Lass schmusen. Komm. Hallo. Du bist ganz schön grob, Weiße. Soll ich dich eigentlich ausbluten lassen? Das dauert doch viel zu lange. Kannst du jetzt mal schnelles Ende hier? Ja, okay. Ah, nicht eine Falle stellen. Was mache ich denn? Bin aber so aber wir sind die Kacknoobs, ja. Ja, habe ich doch gar nicht gesagt. Das haben wir gesagt. Ja. Ich habe das mit keinem. Du kannst wiggeln. Wozu? Ja, um runter zu wiggeln und noch drei Generatoren zu machen und dann zu flüchten. Warte mal, ich muss das Lied mal raussuchen fürs nächste Mal. Wiggle, wiggle, wiggle. Mach mal deine Stimme anders. Da kann ich gerade nicht. Ich komme gerade nicht ins Teamspeak. Außerdem wollte ich das machen, wenn ich der Mörder bin. Den Effekt muss ich mir aufheben. Oh. Ja, da bin ich wohl ziemlich tot, würde ich mal behaupten. Das war eine Opfergabe. Für wen eigentlich? Das wissen wir nicht. Ich tippe ja auf Cthulhu. Cthulhu! Cthulhu, das Spaghetti-Monster. Ja. Ja, das war doch witzig. Wollen wir noch eins? Also wäre ganz cool, wenn wir noch irgendwie wen hätten, oder? Ja. So zu zweit ist dann doch ein bisschen wenig. Warte, ich frage mal Jay, ob die irgendwie einen über haben. Habt ihr einen über, den er uns geben könnte, oder was? Das wäre total nett. Ja, warte. Habt ihr einen über? Huch, vielleicht sollte ich alles groß schreiben. Schreit ihn förmlich an. Ich wollte gerade sagen, wenn du die Leute immer anschreien möchtest. Ihr habt doch bestimmt einen über, oder?